Okay, aus irgendeinem Grund ist er jetzt. Aber es sieht alles gut aus. Achso, ich wurde invaded. Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich werde hier schon invaded. Deswegen gleich rein hier. Spicy. Spicy Makarel. Warte, ich will. Warte. Let's go. No, wie kam er jetzt hinter mich? What? Er hat mich aber hart gefragt hier. Alright. Ich glaube, es wird jetzt wild, weil ich glaube, dass dieses Gebiet sehr viel für PvP verwendet wird. Aber ich versuche hier natürlich zügig durchzukommen. Ich weiß noch, glaube ich, dass irgendwo. Ja, genau. Hinter diesen Ecken gammeln immer welche rum. Ich weiß gar nicht, will ich hier viele Seelen farmen oder so? Glaub nicht. Eine große Scherbe, nice. So, wie war denn jetzt hier noch mal der Weg? Ja, hier runter, wa? Ah, dieser Blitzspeer ist einfach so viel wert, ey. Das ist echt krass. Ich habe zwei Kumpels. So, und hier steht einer in der Ecke. Hör sie. Wie war denn die Nummer hier noch? Der prächtige. Ey! Okay. Ich glaube, das Problem hier wird nicht, dass ich das Gebiet nicht schaffe, sondern dass die mich die ganze Zeit snacken. Dass ich hier ständig von irgendwelchen Boys gesnackt werde, ist, glaube ich, hier eher die Schwierigkeit. Der wurde jetzt auch gar nicht so hart von dem Blitzspeer gestunt. Vielleicht sollte ich
gerade für aus PvP-Reasons. Die fette Keule ausrüsten. Probier das mal. Jetzt habe ich natürlich die Heavy Roll. Dann muss ich unbedingt leichter werden. Aber nicht viel. Immer noch die Heavy Roll. Tja, ich glaube, wir können nicht weiter aussehen wie Artorias. Das wird schwierig. Uff. Muss ich doch noch mal ein bisschen leveln. Come on. Was ist denn hier los? Ich bin doch auf 25. Muss ich unter 25 kommen? Scheiße. Naja, gut. Ich probier's mal. Schauen wir mal, was die Keule gegen die hier macht. Ja, sie klatscht natürlich viel mehr Schaden raus. Aber zum Durchkämpfen fand ich jetzt... war der Speer einfacher. Schon wieder er. Das war, glaube ich, das war ein NPC, oder? Prächtiger Chester. Ja, ja. So, ich weiß noch, dass es hier unten wild war. Ich weiß noch, dass es hier irgendwie wild war da unten. Dass ich da irgendwie ganz schnell reagieren musste. Ich glaube, ich nehme da doch lieber wieder... den Blitzspeer. Ich habe das Gefühl, dass mir das hier mehr bringt. Weil irgendwas war hier unten. Ja, genau.
Feuer mal. Ach, verdammte Axt. Ja, er springt halt anstatt... Komm, steh auf! Nein! Oh, scheiße! Das ist so ärgerlich. In Dark Souls 1 und 2 und auch in 3 die Nummer mit dem Springen statt Rollen. Kommen die mir noch hinterher? Nicht so wirklich. Nur so ein bisschen. So, jetzt du. Okay. Ich weiß noch, dass ich mich hier zu Tode gequält habe, als ich das erste Mal hier lang bin, gegen diesen... vermaledeiten Zauberer. So, wie war jetzt die Nummer hier nochmal? Treppe? Wo ist das nächste Leuchtfeuer gewesen? Hier unten ging es irgendwie ab. Hier war irgendwas. Irgendwas Wildes ist hier unten nochmal abgegangen. Aber ich weiß nicht mehr was. Ah, aua, 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 aua. Ach, come on. Die machen mehr Schaden hier, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Ich sollte diesen Blitzspeer auch mal noch aufleveln, glaube ich. Sehr gut. Wichtig. So, jetzt droppt der von oben.
Okay, wie machen wir das jetzt hier? Wann kommt ihr? Kommt gar nicht. Was war denn hier noch mal los? Gab's hier nicht auch ein Leuchtfeuer? Irgendwo? Kommen wieder nicht. Aber diese dämliche Hexe, die könnte mal kommen. Dann habe ich eine Sorge weniger. Kommt aber auch nicht nach oben, ne? Mist. Oh, hi. Naja, zumindest einer von euch. Oh. Nee. Kommt ihr jetzt? Nee, nach hinten. Alter. La nein, 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 weich aus, weich aus. Mist, ey. Ich weiß gerade auch nicht, was ich bräuchte, um den Speer zu leveln. Kommen Sie. Ah, das sind jetzt halt 40.000 Seelen auch, ne? Versuche ich da einfach durchzurennen auf die andere Seite? Ich glaube, da hinten war irgendwo ein Leuchtfeuer. Ich probier's. Gut, hier nicht. Aber da ist ein Schlüssel. Nee, what? Okay. Holy shit. Ich muss mal kurz schauen, was ich brauche, um diesen... Speer zu leveln. Ich glaube, mir fehlt die... Ich glaube, mir fehlt einfach die Glut auch dafür.
Well, you need. Graue Brocken. Ah, die habe ich eh nicht. Okay, hat sich schon erledigt. Wobei. Was sagt die Riesenkeule? Große Scherbe, die könnte ich sogar leveln nochmal, ne? Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Scheiße. Dahin. Gerade nicht gewusst. Ach so, Moment. Was ich noch schnell mache. Glaube ich, hier bekomme ich 20 Flakons. Nope, nicht hier. Hier vielleicht? Ja. Sehr gut. So, ich werde jetzt versuchen, da unten ein bisschen was anders zu machen. Und zwar mal diese typische, ich schieße einen Gegner an und versuche ihn zu mir zu locken. Taktik. Boah. Fast wegen Anvisieren gestürzt. Kommt mal her, ihr zwei. So, jetzt. Einen nach dem anderen. Einen nach dem anderen. Hier ganz easy weghauen jetzt. Ach komm. Ich dachte, der Pfeil fällt ab, aber jetzt stehe ich weiter unten, ne? Kommt er jetzt oder nicht? Jetzt hat.
Sag mal. Wo schießt denn er hin? Jetzt. So, jetzt den noch. Kommen Sie, kommen Sie. So, jetzt haben wir den da unten. Jetzt hole ich mir einmal schnell mein Loot. Dann müsste ich ja fast den. Nee, noch nicht. Gehe jetzt einfach mal hier hoch. Ist noch eine Kiste. Wie war denn das hier noch? Musste ich hier hüpfen? Könnte sein, ne? Hier sind tatsächlich hilfreiche Sachen, die hier teilweise stehen. Ist ja witzig. Ja, die Kiste, ne? Ich hab schon gesehen, was du bist. Wappenschlüssel. Ach, kriegt man den hier? Ich dachte, der wäre da unten im. So, wo geht's hier lang? Ach, hier komme ich jetzt. Kann ich vielleicht dich? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das war super, wie das hier funktioniert hat jetzt. Ey, oh Gott, da ist ja noch eine. Den Nebel weggehen lassen. Okay, ich dachte, da war nur eine. Sind da zwei? Gut. So, jetzt hat Lee. Haben wir es geschafft. War hier nicht irgendwo ein. Ich dachte, hier wäre eigentlich ein Leuchtfeuer. Ist hier rechts drin?
Ah, hier komme ich zu dem Aufzug. Ah. Gut, dann gebe ich jetzt auf jeden Fall die 54.000 Seelen aus. Und kann mich wieder menschlich machen. Genau, und da unten beim Aufzug ging auch noch ein bisschen was. Ich weiß nur nicht mehr genau was. Was genau hier los war. Ah, das war irgendwie wild. Hier war irgendwas Wildes los. Deine Mutter, nee, wer von euch, Schweinebacken? Es muss jemand von euch sein. Gebt dir jetzt mit der Keule. Come on. Hilfe. Ja, und jetzt? Du glaubst es ja nicht. Jetzt ist hier deine Mutter schon wieder am Start, ey. Oh Mann. Ja, blöd. Ich muss mich jetzt zuerst menschlich machen und dann runtergehen, weil da unten weiß ich nicht, wo das nächste Leuchtfeuer ist. Oh nee. Jetzt kommt hier deine Mutter schon wieder. 100 Pro ist der auch gleich wieder da. Wenn ich den Finger benutzt habe. Also die Riesenkeule hat leider auch nichts gebracht gegen deine Mutter. Weil ich zu langsam bin mit der Rüstung und alles. Deswegen ist es grad wurscht. Dann kann ich auch bei dem Blitzspeer bleiben und dann kann mich deine Mutter... Versuche jetzt einfach an ihr vorbei zu flitzen. Irgendwie, keine Ahnung. Wieso ist denn der Aufzug jetzt unten? Enotria bei Twitch? Nein, das ist natürlich nicht richtig. Danke, Flippo. Das muss ich kurz ändern. Okay, diesmal hat das Spiel nicht rumgesponnen. Das ist wirklich seltsam. So. Hier war irgendwas Wildes. Ja, genau. Nee, nee. Ach, und tot. Ich verstehe nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau. Ich bin, glaube ich, hier runtergerannt und dann zurück und habe sie dann oben irgendwie bekämpft. Weil die... Das ist so mies hier. Brauche ich mich jetzt erstmal nicht menschlich machen, ey.
Katzen, ey. So, jetzt noch mal prüfen. Wie habe ich das denn hier das eine Mal gemacht? Ich kann mich kaum erinnern. Lasst mich! Lasst mich! Oh, die sind... Och Mann, ey! Das ist voll scheiße. Ey, die sind aber auch abartig. Die Ecke ist richtig mies. Ich glaube, ich werde es mit einem Bogen probieren. Erstmal wieder welche herlocken, den einen zumindest, der da vorne steht. Habe ich schon mal einen weniger zumindest. So, ab wann schießen denn diese hässlichen auf mich? Hier noch nicht. Ah, da kommen beide. Das ist gut. Damit bin ich absolut einverstanden. So. Stehen da unten jetzt noch welche oder sind das... Okay. Nice. Ach, gut. So, was war hier jetzt nochmal los? Nichts Wildes anscheinend. Eieieiei. Na bitte. Geht doch. Kettenrüstung. So. Oh, hi. Ja, dich habe ich komplett vergessen, dass du hier auftauchst. Und ein Leuchtfeuerlü. Das rettende Leuchtfeuerlü. So, jetzt können wir auch wieder nochmal leveln. Und einmal die Aushöhlung umkehren. Also.
Und ich glaube, ich werde einmal entfachen. Zehn müssten eigentlich reichen erstmal. Den Weg hier bin ich relativ häufig gelaufen. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwo... links hoch bin. Irgendwo konnte man links eine Abkürzung freischalten. War das hier unten? Nee, ich glaube nicht. Bin ich hier richtig? Ja, ich glaube, ich bin hier richtig für die Abkürzung. Nice, schau mal einer an. Wo komme ich hier nochmal raus? Ah ja. So, und dann ging's hier runter. Da oben konnte man so einen Kill machen, der relativ wichtig war, glaube ich. Weil der einen immer getötet hat, wenn man hier entlang ist. Und ich glaube, dann bin ich auch schon fast bei Manus. Wenn mich nicht alles täuscht. Yes. Ja. Manus. Bis das letzte Mal weggehavelt. Das letzte Mal habe ich ihn weggehavelt. Schauen wir mal, wie es diesmal läuft. Ich sehe schon mal gar nichts. Ich habe gar nichts gesehen, was hier passiert ist. Das ist schlecht. Und bin tot. Okay. Das ist jetzt falsch. Ich glaube, ich will dahin, oder? Da habe ich aber keine 10 Flakons. Scheiße. Das war jetzt natürlich irgendwie ein bisschen schlecht, dass ich hier da unten den gelevelt habe. Hi. Nope. Yes, of course. Die fresse ich vielleicht noch. Die Seele, ich behalte sie mal. Oh, das war knapp. Viel Erfolg. Ja, danke, danke.
Jetzt muss ich erstmal mit Manus irgendwie klarkommen, dass ich ihn, ob ich ihn irgendwie. Ah, da liegt noch ein Loot, den könnte ich das nächste Mal mitnehmen. Weiß nicht, was es ist, aber. Bestimmt irgendwas Unnützes, was man sowieso nicht benutzt. An denen hier kann man, glaube ich, auch Menschlichkeit farmen, oder? Kann das sein? So, jetzt muss ich erstmal mit seinen Attacken klarkommen. Okay, das war direkt ein Treffer. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Warum trifft er mich in der Rolle? Oh. Puh. Oh, ich weiß nicht, ob ich den. Ob ich den auf die Art und Weise erlege. Ah, eine Menschlichkeit. Nice. Oh, vor allem hat er mich. Oh. Hart getroffen. Ich glaube, ich wäre hier auch wieder mit der Keule besser dran. Und einfach gnadenlos reinhaveln, ne? Oh, 60 Damage mit dem Speer. Ist jetzt auch nicht der Shit, ne? Ey, hallo? Roll! Zumindest konnte ich jetzt ein bisschen länger überleben. Wilde Attacke hier an der Stelle. Sehr, sehr wild. Die Keule wäre besser, glaube ich. Zu früh. Zu spät. Zu früh.
Riesenkeule, die er macht. Kann ich noch einfach mal zum Schauen, wie viel Schaden meine Riesenkeule ihm machen würde? Würde es mich ja schon interessieren. Mist, zu früh. Das ist sau schwer auch zu erkennen, was er macht, ne? Ja, ist ja gut, ey. Ich bin doch schon in der Schadensanimation drin. Okay, ja. Ja, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich ihn in dem Versuch kill. Deswegen alles easy. Strugglest du gegen Manus? Also ein Struggle würde ich es jetzt mal an der Stelle noch nicht ganz nennen. Probier mal was anderes aus hier. Kalamit noch nicht, nein. Kalamit wird, glaube ich, schlimmer als Manus. Ich möchte jetzt einmal die Riesenkeule gegen Manus probieren, wie viel Damage ich ihm damit mache. Und grüß dich, Pet. Habe ich Hallo gesagt? Hi. Oh no, okay. Mist. Ich habe nicht gesehen, dass ich es schon wieder aktiviert hatte. Ein sehr zügiger Aufzug, das ist natürlich sehr angenehm. Das war doch bisher gelb. Warum ist es jetzt lila? Ändern die Farbe, diese Dinger? Anscheinend. Gibt's da einen Grund für? Manus habe ich bei meinem letzten Durchlauf, als ich ihn erlegt habe, gehavelt. Gnadenlos weggehavelt. War gar kein Problem. War das ein Grab? Das war ein Grab.
Könntest du jetzt nicht genau in dem Moment das tun, was ich gar nicht geil finde? Ach, zu spät gerollt. Ach Mist, okay. Dann grabbt er, wenn er so schreit. Shit! Nein! Ah, fuck. Ja, die Keule, die funktioniert auf jeden Fall besser als was ich vorhin gemacht habe. Viel besser. Ja, und durch den ganzen Abgrund muss man nicht rennen. Man muss allerdings wissen, wie man zu dieser Abkürzung kommt. Die ist nicht, ich habe es ja auch zufällig jetzt wieder entdeckt. Damals, als ich das erste Mal gespielt habe, auch durch Zufall. Man muss irgendwo links auf so einen Vorsprung laufen, der verschwindet dann, dann fällt man runter und dann der Katze hinterherlaufen. Dann kommt man hier zu diesem Aufzug. Ich dachte, es gäbe noch weiter unten irgendwie ein Leuchtfeuer, aber keine Ahnung, hier links geht's, rechts geht's ja auch noch lang. Dann gibt's unten noch einen Gang, aber da sind überall diese komischen Seelen. Ja, genau, da kommt man zu dem Drecksmagier, der einen immer killt, wenn man da runterläuft. Beim ersten Durchlauf habe ich ewig danach gesucht, wie ich da hinkomme. Mist. Scheiße. Zu früh gerollt. Nein, zu spät gerollt. Nee. Zu spät gerollt. Zu früh gerollt oder so? Keine Ahnung. Also große Gegner finde ich immer schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf so große, ach, da bin ich kein Freund von. Ich mag lieber die kleineren, die nicht allzu sehr rumzappeln. So Malenia, die hat ein super Tempo gehabt, bis auf der Wassergeflügeltanz. Malenia war richtig gut, außer der Wassergeflügeltanz, der hat mich geärgert. Ansonsten war die mega geil.
Ja, ich finde, die, also, er ist. Er zappelt halt so ein bisschen. Er ist groß und zappelt ein bisschen rum. Das ist ein bisschen eher nervig. Ich muss sagen, aber nachdem ich doch Elden Ring und Malenia und so das alles gemacht habe, war Artorias auch ein richtig cooler Kampf. Als ich den das erste Mal bekämpft habe, hat er mich komplett fertig gemacht, der Kampf. Wow, was war das? Come on. Mist. Okay. Jetzt wollte ich ihm auf seine Patscher hauen. Ich komm grad auch nicht klar, ne? Dann trifft er mich, wenn er wegspringt, finde ich auch irgendwie. Bäh. Finde ich eine Bäh-Mechanik. Muss nicht sein. Fuck. Und dass er hier, obwohl ich den ersten ausweiche, dass er mich dann trotzdem nochmal grabbeln kann. Auch sehr nervig. Mist. Scheiße. Ah, zu früh. In Panik. Ah, dass ich ihn auch nicht zweimal treffen darf. Oh. Ah. Panikrolle. Nee, ich hab gedrückt. Ich hab halt gedrückt. Und er hat die Rolle nicht ausgeführt, aus welchem Grund auch immer. Oh, das war kein schlechter Versuch. Falls sich einer fragt, warum ich mich nicht an dem Leuchtfeuer, zu dem ich mich hier teleportiere, ausruhe, weil ich hier 10 Flakons bekomme. Aber wisst ihr was? Wir machen es sogar noch besser. Geh hier hin, dann bekomme ich nämlich 20. Was klimpert denn hier bei mir eigentlich so? Was habe ich denn da für eine Rüstung an? Sag mal, die Kettenhemdrüstung, ist die eigentlich
leicht. Doch so eine tolle Kettenhemdrüstung gekriegt. Die ist leicht. Jetzt passt doch das Geräusch, das ich beim Rennen mache. Keine Ahnung, warum ich so klimper. War das schon immer so? Ich denke, das ist irgendein Rüstungsteil. Pat, alles easy. Aber es ist lieb von dir, dass du Bescheid gibst, aber das ist überhaupt nicht nötig. Okay, das war schon ein sehr, sehr guter Versuch gerade. Ich hoffe immer wieder mal so, dass ich doch einen Stun bekomme. Aber das ging das in Dark Souls 1 schon? Ich weiß es gar nicht. Ah, oh, das ist auch so arschig. Warum grabt er mich jetzt hier? Warum konnte er mich jetzt da grabben? Ich stand... Ach, egal. Nein, nein. Alles gut. Nicht drüber nachdenken. Ach Mist, ich wollte eigentlich zur Seite. Mal, ey, warum? Das ist... Das hat gerade schon wieder keinen Sinn gemacht. Ach ja. Da. Könnt mal gucken, ob die andere Kettenhemdrüstung, wie sieht's denn damit aus? Die Beine. Habe ich auch Beine davon bekommen? Nee. Habe ich nicht. Auch keine. Also alles easy, passt. Nehmen wir das so. Was habe ich vorhin gesagt? Ich könnte die Keule nochmal leveln, ne? Ja, so viel mehr Damage wird das jetzt auch nicht machen, dass es hier den Kohl fett macht bei Manus. Die macht ja schon gut Schaden. Jetzt ist er wieder gelb. Ob das irgendwas eine Bedeutung hat? Welche Farbe diese Dinger haben? Nee, ne? Okay. Könntet ihr mal bitte nicht... Wie lange ich auch beim ersten Versuch hier gebraucht habe, um Manus überhaupt zu finden. Dass ich in der Dunkelheit rumgestiefelt bin. Das ist so krass, wie leicht mir das jetzt gerade gefallen ist, ne? Einfach so anders.
Ah. Hallo? Hallo? Ich drücke die Taste. Hallo? Was soll das? Okay. 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 Alles klar. Von mir aus. Steht da eigentlich, ich kann irgendwas looten oder ist das ein Blutfleck, den ich einfach berühren kann? Wahrscheinlich ist es einfach ein Blutfleck, an dem ich da ständig vorbeilaufe. Denk mir immer, oh, da wurde was angezeigt, sollte ich mir mal anschauen. Oder irgendeine Nachricht hier, das Spiel ist ja voll davon. Ah, okay. Okay. Warum kriege ich diese Timings gerade nicht auf die Kette? Nee. Und noch ein, und noch ein, und noch ein, und noch ein, und noch ein. Fuck. Oh, ich hab's überlebt. Holy shit. Was zum... Also diese Magie-Moves, die sind übel. Da muss man erstmal bis dahin kommen, damit man die Timings da überhaupt lernen kann.
Jetzt ist es blau. Das Schimmersteinchen. Das sind RGB-LEDs. Jeder gute Gamer braucht die. Ah, da unten steht einfach eine Nachricht, die ich lesen kann. Was steht hier? Hier. Okay. So, Herr Manus, wenn Sie mir nicht ganz so viel Magieschaden machen würden. Sorry. Irgendwas kratzt ganz böse in meinem Hals ab und zu. Ja, ist ja gut, ey. Fuck off. Hat er mich wieder erwischt mit seinem Scheiß. Nee. Ich bin sofort wieder da.
So. Ich habe mir... Also einmal musste ich ganz schnell auf die Toilette. Dann habe ich mir schnell zwei Bissen Snack reingezogen und ein bisschen Zucker zum Trinken besorgt. Ich hoffe, der Zucker zum Trinken, der gibt mir jetzt genug kurzfristige Power, um das hier zu erledigen. Und wenn nicht, packe ich irgendwann Havels Rüstung aus. Weil diese Magie, das Magieding, weiß ich nicht. Finde ich sehr mies, wie er das macht. Meine Keule ist schon echt nicht schlecht gegen ihn. Aber der Schaden ist absolut okay. Erste Phase ist auch absolut in Ordnung. Nur der Magie-Blödsinn, ich mag sowas halt auch überhaupt nicht. So Magie-AOE-Zeug. Bzz, bzz. Mist. Da wollte ich schon wieder zu viel. Fuck. Na, Fluch, Mann. Nee, ach. Ich hab wieder gedrückt. Was ist denn das hier? Ach, come on! Fucking hell, scheiße. Nein! Ach, Kacke. Dieses Magiezeug, ne? Artorias war so geil und hat so viel Spaß gemacht und jetzt muss ich gegen diesen hier. Ah.
Sepp, grüß dich, hi. Ich hatte ihn fast. Das geht schon, das geht schon, das geht ohne Havels Rüstung. Aber auf jeden Fall mit der Keule. Man kann ihn nicht stunnen. Also ich habe ihn jetzt schon häufig hintereinander getroffen mit der Keule und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie ein Stun zustande kommt. Das heißt, da gierig drauf zu sein, dass man da vielleicht irgendwie was machen kann, erscheint mir nicht so sinnvoll. Ah, das Timing. Das Timing, das Timing. Das Timing. Scheiße. Darf ich jetzt endlich mal... Danke. Ach. Ich... Was ist denn das jetzt? Mann, ich drück doch! Herrgott! Du bist so ein Nervsack. Du hast echt dumme Timings, die super nervig sind. Mist. Dass der Grab einen aus der Rolle rausgrabt, ist auch so gemein, ne? Scheiße. Zu spät gedrückt. Dir passt das so überhaupt nicht. Dem passt das überhaupt nicht, wenn ich mal ein bisschen besser treffe. Ein Millimeter, einen halben Meter weiter hätte ich kommen müssen. Jetzt ärgert er mich dann langsam doch. Du bist so eine Kackbratze! Was kannst du eigentlich? Alter. Oh. Jetzt bin ich schon... Der nervt mich ja... Also... Dann nervt mich der... Der Manus schon. Und dann kommt auch noch das. Danke. Das hättest du nicht besser wählen können, das Timing, ey. Ich gehe da einfach als Havel jetzt rein. Und dann hat sich's erledigt. Dann hau ich ihn 5-mal und dann ist er kaputt. Ich muss mich ja noch mit Kalamit auseinandersetzen. Und Kalamit, uff. Da weiß ich noch überhaupt nicht. Manus ist der Arsch der Nation. Okay.
Okay. Ich finde dem sein Moveset auch irgendwie nicht cool. Also das ist insgesamt kein schöner, cooler Boss. So wie Artorias oder Malenia oder so. Ah, dass er mich da rausgrabbern kann, ist so eine Dummkacke. Oh, und das, warum macht denn der Sprung Schaden? Warum hat denn der Sprung Schaden gemacht? So, jetzt habe ich mich dadurch. Vergesst es. Ich hab kalt, das ist mir... Der macht dann in der zweiten Phase nach der Hälfte vom Leben auch noch so AOE-Blödsinn, ey, das... Der macht einfach keinen Spaß. Das ist mir jetzt zu doof. Wie gesagt, ich muss mich auch noch mit Kalamit auseinandersetzen. Das wird noch schlimm genug. Ich glaube, ohne sein zweites Phasen-AOE-Magie-Zeug hätte ich gesagt, ich probiere es noch ein bisschen, aber... Diese AOE-Magie-Dinger, das... versaut mir dann doch sehr die Lust. Ich habe ihn ja schon fast geschafft. Also ich sehe das dann als abgeschlossen an. Nee, haut ab. Nee, haut ab, haut ab, haut ab. Hallo? Ich habe Saufen gedrückt, aber Spiel wollte nicht.
Gut. Das funktioniert. Warum hat denn das beim ersten Mal so gut funktioniert? Ich glaube, ich muss die Waffe noch ein bisschen leveln. Ich glaube, beim ersten Mal hatte ich wesentlich mehr Power auf der Waffe. Ich ziehe jetzt einen Sack über den Kopf. Dass ich mich keiner mehr ertragen muss. Wunderschön. Und Waffe leveln gehen. Manus musst du den sehen. Ja, theoretisch. Hey. Kannst du meine riesige Keule bitte leveln? André kann gut mit riesigen Keulen umgehen. So. Kann ich noch irgendwas gerade bei ihm leveln, was irgendwie Sinn macht? Schwert des Grabesfürsten. Dämonentitanit. Weiß ich nicht, fühle ich nicht. Get yourself, kid. Ja, 2 Level auf die Keule gekriegt. Mal schauen, vielleicht geht's jetzt schneller, easy, einfacher. Wer weiß. Schauen wir mal. Ja, jetzt klimpert nichts mehr an meiner Rüstung. Hatte ich doch vorhin irgendwas an, was das Klimpern verursacht hat. Ich versuche es jetzt nochmal mit Ausweichen. Mit der besseren Keule vielleicht. Kriegt man ja doch irgendwie jetzt einen Stun vielleicht hin. Weiß ich nicht. Normalerweise ist es ja auch der Schaden, den man macht. Jetzt bin ich gespannt, wie viel mehr Schaden ich mache. Ein bisschen besser ist die Keule ja schon geworden jetzt. Wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich diese Dinger hier kaputt mache? Kriege ich dafür Menschlichkeit? Nee, sieht nicht so aus. Die Großen vielleicht. So, Manus. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was jetzt los ist. Dummes Timing. Dummes Timing. Du blöde Arschgeige. Ah. Wie konnte ich mich da so durchhaveln das letzte Mal? Wieso klappt das jetzt nicht? Letztes Mal habe ich mich da so gnadenlos durchgehavelt durch den. Auf den First Try, wenn ich mich sogar richtig erinnere. Da hatte ich aber auch eine andere Waffe, die nochmal mehr Schaden gemacht hat, glaube ich. Spielt halt eine große Rolle. Und auch, was er für Attacken macht. Wenn er diesen Grab nicht macht, dann bleibe ich ja mit Havels Rüstung eigentlich fast durchgehend stehen.
kann nebenher saufen. Der Grab ist halt bisschen arschig und diese Magie-AOE-Blödsinn da, das ist halt auch so ein Ding, ne? Da wüsste ich jetzt auch gar nicht. Muss ich da voll reinrollen drauf zu, ne? Sonst habe ich da gar keine Chance, durch diesen großen, diese Masse an Geschossen durchzukommen, weil da kommen ja 4 Stück hintereinander, rechts nebeneinander, übereinander. Wahrscheinlich muss ich da drauf zurollen, anders kann ich es kaum erklären. Oder kann ich es mir nicht vorstellen, dass ich da gar keinen Schaden bekomme, weil selbst mit dem richtigen Moment rollen habe ich bisher trotzdem Schaden davon bekommen. Von den letzten Salven, die da aus ihm rauskamen. Ich hoffe einfach, dass er es jetzt nicht macht. Das wäre einfach schön. Ach, Kacke. Ja, ja, ist ja gut. Ich finde das so dumm, dass er mich da noch einmal kriegt. Ich denke mal hier, weiß ich, bin ich mir nicht sicher, ob er jetzt nochmal zuschlägt oder nicht, wenn ich dann hinter ihm bin. Weil die Bewegung führt, manchmal geht sie in 2 Schläge, manchmal nicht. Mist. Fuck. Ach ja, dann kommt ja noch einer. Kacke, Mann. Doch Haveln. Doch Haveln. Probier's jetzt nochmal mit Havel. Wenn ich die Rüstung irgendwie schnell tauschen könnte, das wäre nice, aber es ist schon auch okay, dass es nicht geht. Weil man muss sich ja umziehen, das braucht ja auch Zeit. Man kann sich ja nicht mitten im Kampf anfangen, großartig umzuziehen. Das würde wahrscheinlich schon funktionieren, wenn ich den Rest der Rüstungen wegtue und dann schnell wechsle und so, dann könnte ich wahrscheinlich schnell genug die Rüstung wechseln im Kampf. Dass ich in der zweiten Phase dann, wenn die Magie anfängt, wobei die Magie in Havels Rüstung schon auch echt viel Schaden gemacht hat. Der Vorteil bei Havels Rüstung ist in dem Fall, dass er nicht umfällt und ich dann das gegensaufen kann einfach. Ja, und dass das hier natürlich auch überhaupt keinen Damage macht, wenn man Havels Rüstung anhat, ist schon auch geil. Scheiße, zu spät gesoffen, ich war zu gierig nach Damage. Das war einfach dumm, ich muss da viel früher trinken und saufen.
Und rollen brauche ich gar nicht probieren. Ich habe gerade probiert zu rollen mit Havels Rüstung. Geht halt nicht. Das ist eigentlich auch Mist, dass ich mich hier hinporte jetzt. Ich muss einmal hier hin. Dahin. Dann einmal hier rasten. Lukas, grüß dich. Hi. Hallöchen. Schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Und dann wieder zurück. Ich könnte ja auch mal einfach aus Jux an der Freude mir einen Sack über den Kopf ziehen. Bin zu schwer, wahrscheinlich deswegen. Warum bin ich denn jetzt so schwer? Ich hab doch vorhin was Ähnliches angehabt. Wegen der? Ja. So, wie bin ich denn nochmal? Dafür musste ich, glaube ich, hier hoch irgendwie, oder? War das hier? Ich glaube ja. Könnten wir uns schon mal Kalamit vorbereiten zumindest. Und ich guck mir den Drachen mal an. Dass ich nicht immer in Manus reinlaufe, sondern das mal abwechselnd probiere oder so. Den Schlüssel müsste ich haben. Ja. So, kannst du bitte mal kurz... Kannst du bitte auf den Drachen schießen? Warum? Farewell, human. Was muss ich tun, dass er auf den Drachen schießt? Was muss ich denn nochmal machen, dass er auf den Drachen schießt? Hä? Bin ich jetzt doof? Ich dachte, man geht einfach zu ihm und dann ballert er den Drachen vom Himmel, aber anscheinend nicht. Muss ich erst hingehen? Ja, okay, verstehe. Ich habe es mir gerade gedacht, dass ich erst einmal zum Drachen muss und dann... Wäre jetzt der nächste Plan gewesen. Das heißt, ich schau mal ganz kurz... Muss ich nur überlegen, wie war denn der Weg nochmal dahin? Das war doch auch nur hier vorne geradeaus runter eigentlich, oder? Links dran vorbei? Ja. Okay. Hier waren auch irgendwo so Köter, die einem ziemlich hart auf den Sack gehen können. Da ist nämlich nochmal einer. Und noch einer. Genau. Drache! Reicht das schon oder muss ich bis runter? Wahrscheinlich einmal da in die Mitte laufen oder so.
Da kommt er. Gut, vielleicht auch einfach mal durch ihn sterben. Ist auch okay. Ist eh viel schneller als laufen. So, mein gutester Schmied. Könnten Sie jetzt bitte auf den Drachen schießen? Wäre Ihnen sehr verbunden. So. Schießen Sie bitte den Drachen vom Himmel. Yes. A true shot was never loosed. So, und jetzt gehen wir uns mit dem Drachen klopfen. Das sind nämlich die letzten beiden hier in dem DLC, oder? Ich glaube, hier gibt es ja nur 3 Bosse. Nee, Quatsch, 4. Die Dinge sind ja auch noch da, dieser... der fliegende Löwe. Heiland, zack. Blöder Köter, ich hab voll vergessen, dass du hier bist. Ich erschrocken, ey. Blöde Misttölen. So, Herr Kalamet, kommen Sie bitte. Kommen Sie bitte zu mir. Jetzt. Aua. Aua! Ich verstehe schon wieder nicht, was hier los ist, ne? Oh ja. Nee, ist klar. Was sind denn seine Hitboxen? Was hat er denn für wilde Hitboxen, ey? Abartig. Nee, ach, das war ja die Nummer. Jetzt bin ich tot, ne?
Nee, es geht. Es geht. Es geht. Ah doch, jetzt bin ich tot. Weil ich dieses komische Ding auf dem Kopf hab, ne? Irgendwas war. Irgendwas war mit diesem Ding, das ich jetzt auf dem Kopf hab. Ja. Ich darf mich dann nicht mehr treffen lassen von ihm. Weil er einfach 1.000.000.010 Schaden macht. Scheißdreck, ey. Gibt's irgendein Item, das diesen Statuseffekt komplett entfernt? Gibt es Items in Dark Souls 1, die diesen Statuseffekt entfernen? Machst du wieder Nerventraining? Ja. Voll. Ich habe hier bei diesem Gegenstand ewig Eibeseitiger gelesen. Eibeseitiger. Was ist denn der Eibeseitiger? Kampf des Stoizismus verlassen. Was? Wird er einst ins uralte Anor Londo. Doch selbst in Abwesenheit des Aufsehers ist Kapitulation eine Schande. Im Namen der Ehre eines Kriegers solltest du diesen Kristall nicht leichtfertig verwenden. Was? Okay. Ich habe keinen Gegenstand, der irgendwie diesen Fluch entfernen könnte. Den er mir auferlegt. Tja, Das heißt, davon darf ich mich auf keinen Fall treffen lassen. Jetzt muss ich rausfinden, ob ich irgendwie sehen kann, Eibeseitiger. Ja, der Eibeseitiger. Ist wie die Altbaucharme. Was? Altbauscham. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh geil. Ach du Scheiße. Chill mal, Kumpelbagge.
Nein. Na, fuck. Und schon bin ich wieder tot. Alter. Ja. Fuck. Ja, Rotzeder, Rotzeder. Der Rotzeder. Oder wenn man so Wörter, Englisch oder so, falsch ausspricht oder liest. Avocado ist auch so ein Ding. Oder Sukchenai. So Wörter komplett falsch aussprechen. Mit falschen Betonungen und so. Avocado. Zucchini. Avocado und Zucchini. Die Zucchini. Brathering, ja, Brathering. Der Brathering. Brethering. was habe ich letztens gesehen? Ein Kumpel von mir hat irgendein Spiel gespielt, das hat er als Untertitel irgendwas mit Wuthering, also Wuthering. Und ich habe im ersten Moment, denke ich, Wuthering? What the fuck? Ah, ich weiß gar nicht mehr, was die... wie das Spiel hieß, irgendwie irgendwas mit Waves, Wellen und so und dann Wuthering. Ich dachte schon, hä? Ah ja, Wuthering Waves, also Wuthering Waves hieß es, heißt das Spiel, ist irgend so ein, keine Ahnung was, nix für mich. Ich glaube irgendwas ganz Wildes, Asiatisches. Ja, jetzt macht er wieder zwei, ne? Du Arschgeige. Dass dieser Sprung nach vorne, obwohl ich so weit weg bin, so viel Schaden macht, ist auch so eine miese Nummer. Scheiße, nee, nee. Oh mein Gott. Warum machen sie mir jetzt so viel Schaden? Fuck off, Mann. Ach, was dieses Timing von dem ist doch auch so eine Dummkacke, ey. Oh. Oh. Dieser Kackdrache mit seinem scheiß Debuff, den er einem gibt, und dann diese komische Bestie im Untergrund. Oh. Ich muss. Ganz ruhig, alles ist gut. Manus wäre, das Schlimmste an Manus ist wirklich die Magie. Alles andere verkraft ich irgendwie.
Magic the Brethering. Ja. Ah. Der Rotzeder ist auch super. Das ist, wenn der Meister von Pumuckl krank ist. Oder das ist, könnte auch der... der Freund vom bösen Pumuckl sein. Von Pumuckls bösem Zwilling. Ah, Magic. Hätte ich schon auch mal wieder Bock, ein bisschen Magic Gathering MTGA zu spielen. The Arena. Aber das Problem ist immer, du kannst halt eine Season spielen und danach musst du wieder alles lernen. Ach so, scheiße. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Mit dem... Ich find's so dumm, dass diese... dass der Sprung nach vorne Schaden macht. Das finde ich so bescheuert. Seine Synchronstimme mit KI gemacht haben von Pumuckl, oder wie? Ehrlich? Weiß gar nicht, wie. Gibt's jetzt einen neuen, gell? Da kam irgendwie was. Das ist ja verrückt, ey. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ist nicht sogar der ursprüngliche Meister Eder irgendwie und sie machen das jetzt alles ein bisschen irgendwie... Da ist doch insgesamt irgendwas passiert bei Pumuckl, dachte ich. Den gibt's doch auch schon länger nicht mehr. Naganoko, hi. Was ist das für ein Helm? Es ist ein Sack. Damit, es ist ein Sack, damit ihr das nicht ertragen müsst, wie schrecklich ich spiele. Aber das hilft ja nichts. Ich sehe ja, ihr seht es ja trotzdem. Ich habe irgendwie gehofft, dass es... ja, aber es hat nicht geholfen. Und wir haben 20.20 Uhr hier in Deutschland gerade. Helm der Schande, genau. Vor 6 Monaten besser angestellt? Also besser angestellt würde, weiß ich. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe mich halt durchgehavelt. Bin ich jetzt... Geht das? Ist das das Richtige? Ja. Genau, das ist der Helm der Schande, richtig. Immer noch bei Manu. Ja. Zwischenzeitlich habe ich mal Kalamit Hallo gesagt. Aber nicht besiegt. 3.21 Uhr. Normaler Playthrough, mehr oder weniger. Ich spiele PvP. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn das letzte Mal gespielt? Auch Dark Souls 1, dann war, ist das immer noch der gleiche Playthrough tatsächlich. Ich bin jetzt nicht so krass, dass ich hier...
Ah, dann warst du beim ersten Mal da, ja. Das ist jetzt der dritte Tag, an dem ich das mache. Ich spiele ja auch nicht nur Dark Souls, deswegen... Also ist quasi der dritte Streaming-Tag mit Dark Souls 1 jetzt an der Stelle. Oh Gott, ich bin tot. Die Scheiß-Magie! Hast du das? Pendant? Nee. Gibt's irgendwas, was mir helfen würde? Dass ich weniger Schaden mache oder was? Amulett? Was für Amulette? Nee. Nicht, dass ich wüsste, dass ich irgendein Amulett habe. Wo wäre das denn zu finden? Nee. Nee. Sowas gibt's? Wo ist das? Du wolltest es mir nicht sagen. Okay. Okay, wo sind hier Truhen? Also ich weiß, dass da hinten eine drin ist. Das war knapp. Du hast den Namen erwähnt? Echt? Das weiß ich gar nicht mehr, dass du irgendeinen Namen erwähnt hast. Ach so, Moment, ich verwechsel dich gerade, Naga. Entschuldigung, das habe ich jetzt, ich habe dich mit Pat verwechselt, weil die Namen die gleiche Farbe haben bei mir. Sorry. Ich weiß, dass hier hinten was geht. Genau. Ja, Backseat Gaming, ey, nee, es ist wirklich so, dass ich jetzt mittlerweile, will ich ja auch wissen, wie man diese Spiele anders durchspielen kann. Es geht nicht darum, so viel wie möglich bitte, sondern es geht eher darum... Scheiße, hier sind ja zwei davon. Nein! Oh! Nein, Naga, alles gut. Das ist genau richtig. Das ist eine sehr wichtige Info, die ich gerne mal mitnehme, dass ich das weiß, was es in diesem Spiel gibt. Ultra Hard Mode, damit sind wir durch. Das ist, ich habe Dark Souls ohne Hilfe schon durchgespielt.
Ich hab's das allererste Mal, hab ich's ohne Spoiler, ohne Hilfe, ohne Infos komplett alleine durchgespielt. Das ist erledigt. Ja, in einer Stunde durchzocken, ja. Hier hinten, genau, da lang. Man hat halt nicht alle Bosse dann gekillt, aber das ist schon nice, ey. Das würde ich gerne mal auch mal schaffen. Das wäre schon echt mega stark, wenn ich das mal hinkrieg. Kommt da jetzt einer nach? Nee. Ist das eine echte Kiste? Ja. Okay, das ist es glaube ich nicht. Naga, alles easy. Pass auf, Lügner. Wo ist diese Kiste? Wo ist diese Kiste? Ist hier noch was? Eine Seele? Das werde Licht. Was? Was passiert? Was passiert hier? Was war das? Komme ich jetzt hier gar nicht mehr hoch, oder wie? Wie funktioniert die Nummer hier? Kann ich hier noch höher irgendwo? Ach. Hä? Bin ich doof? Ah, nicht runterfallen. Ah, wait. Hier so. Und da zurück. Okay. Also es gibt noch eine Kiste. Da wusste ich vorhin nicht, wie ich da hinkomme. Nein, nicht gut. Okay, sehr gut. Passt. Auf dem richtigen Pfad. Ja, ich glaube hier oben irgendwo. Da war eine Kiste, da bin ich nicht hingekommen. Und hab's auch dann nicht weiter probiert. Ich glaube hier. Komm jetzt runter da. Ähm.
glaube, hier kann ich schnell durch. Nee. Oh, ich hasse diese Magier. Ich hasse sie so sehr und ich verstehe nicht, warum die da unten so viel Schaden machen. Elden Ring auf PC, ja. Da werde ich auch zum DLC direkt bei Release wahrscheinlich viel am Start sein. Komme ich irgendwie schneller darunter? Ich probier's. Stimmt, das, was Sepp da schreibt. Oh, das ist so eine miese Ecke hier. So. Da ist eine Kiste. Nee, 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 nee. Oh. Oh, ich hab nicht mitgekriegt, dass sie hinter mir her sind. Oh, Scheiße, nein. Ah. Direkt abonniert. Dankeschön, Naga. Danke für das Abo auch auf YouTube. Ah. Und apropos Abo auf YouTube. Ich denke, die Folge ist lang genug, mit 2,5 Stunden fast. Dabei belassen wir es auch erstmal für die Folge Dark Souls 1 im PvP-Run. Und Twitch bleibt auf jeden Fall dran. Es geht auf jeden Fall heute noch weiter. Aber YouTube, vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.